Okay, let's do this. Also ich finde dich nicht langweilig. Und für mich? Wir sind ganz normale Menschen. Das sind auch wieder so richtige Buzzwords hier. Hau raus. Okay. Darf man überhaupt die Grünen wählen, wenn man kein Vegetarier ist? Ich will die Grünen, ich bin nicht Vegetarier. Also. Ja, ich bin keine Vegetarierin. Ich wähle sie trotzdem jetzt noch keiner verboten. Und es ist auch völlig in Ordnung, wenn man sagt, man isst ab und zu ein Stück Fleisch oder dafür fliegt die Person vielleicht nicht. Das heißt jetzt nicht, dass wir jeder Person das Schnitzel verbieten wollen, aber das heißt eben auch, dass man vielleicht nicht jeden Tag Fleisch essen muss. Der Klimaschutz wird sich nicht am Supermarktregal entscheiden. Es geht ja gar nicht darum, die Leute persönlich für ihr Verhalten sich schlecht fühlen zu lassen. Wir müssen natürlich gucken, wie wir mit Tieren umgehen, mit der Umwelt umgehen, mit dem Klima umgehen. Und da ist es natürlich auch nice, wenn es mehr vegetarische Optionen gibt, mehr vegane Optionen auch. Ihr seid auch alle herzlich willkommen bei uns, wenn ihr trotzdem gerne mal ein Salamibrot esst. Ich glaube, das ist kein Auswahlkriterium. Annalena Baerbock ist nur eure Kanzlerkandidatin, weil sie eine Frau ist. Nicht nur, aber auch. Oh, ich bin so satt, diese Frage zu beantworten. Wir würden nicht darüber reden, dass Annalena quasi die Quotenfrau ist, wenn Politik wirklich schon gleichberechtigt wäre. Dann müsste sie sich nicht immer dafür rechtfertigen. Ich meine, was ist bitte eher für ein beschämendes Bild, was auch SPD, CDU abgeben, zu sagen, okay, wir stellen jetzt schon wieder nur alte Männer auf. Es gibt wissenschaftliche Studien, dass Frauen bessere Politik machen, gerechter und sozialer. Wäre es Robert Habeck geworden, hätte halt kein Journalist, keine Journalistin gefragt, ist es Robert Habeck geworden, weil er ein Mann ist? Also wenn man sich mal die Gegenposition betrachtet. Natürlich hat das Thema Benachteiligung von Frauen und Sexismus damit reingespielt, aber es war definitiv nicht das einzige Thema. Wäre richtig geil, wenn noch eine Generation Kinder groß wird, in dem Denken, dass Bundeskanzlerin ein Job für eine Frau ist. Wenn es nach euch geht, fährt bald jeder nur noch Fahrrad oder benutzt die Öffis? Wenn es nach mir geht, wäre es überall möglich, dass jede und jeder nur noch Fahrrad und Öffis benutzen muss. Wieder dieses Vorteil von, wir wollen den Leuten das Auto verbieten und wir wollen die Leute verpflichten, Fahrrad zu fahren. Wie cool wäre das denn bitte? Ja. Autofreie Innenstädte, guter Nahverkehr, auch günstige Ticketpreise, das wäre ja mega. Aber ich weiß ganz genau, dass es die Realität von ganz vielen Menschen ist, dass sie einfach individual mobil sein müssen und es nicht anders geht. Wenn wir einfach die Angebote wie ÖPNV, die Öffis, Bus, Bahn, Zug und Fahrräder attraktiver machen, dass niemand mehr das Auto nehmen muss. Das heißt ja auch nicht immer, dass alles schlecht ist, wenn es keine Autos mehr gibt. Wir können so viel dadurch irgendwie schöpfen. Weil es eigentlich eine super schöne Sache ist. Ohne Greta würde keiner die Grünen wählen. Oh Gott. Puh. Ich meine, seit Fridays for Future so groß geworden ist, wählen auf jeden Fall mehr Menschen die Grünen und vor allem auch mehr junge Menschen. Und das ist auf jeden Fall mega geil. Fridays for Future war, glaube ich, schon ein Ding. Und gleichzeitig ist nicht Fridays for Future gleich die Grünen. Davor gab es ja auch schon eine starke grüne Wählerschaft. Mhm. Fridays for Future kritisiert ja auch die Partei, die Grünen, auch enorm, auch in verschiedenen Punkten und sagt, ihr geht da nicht weit genug, ihr macht das nicht weit genug. Ohne Greta Thunberg würde sich ja die Klimafrage jetzt auch immer dringlicher stellen. Trotzdem ist es unglaublich wichtig, dass es Fridays for Future gibt und dass es auch Greta gibt. Ich versuche da immer so an das Gute im Menschen zu glauben. Ich finde die Fridays for Futures Bewegung super toll, aber ich hoffe einfach, dass es nicht nur daran liegt, dass es so populär geworden ist, sondern dass die Leute schon auch so eine Eigenmotivation mitbringen beim Klimaschutz. Grün wählen ist Punkt, Punkt, Punkt. Sehr empfehlenswert. Grün wählen ist so viel. Grün wählen ist vor allem eine Entscheidung für Klimaschutz, für soziale Gerechtigkeit und für Feminismus. Grün wählen ist für mich ja Zukunft und Vielfalt. Wird die CDU das wieder weitermachen nach 16 Jahren oder können wir sie ablösen? Und ich glaube, die Partei, die sie ablösen kann, sind die Grünen. Wir können den Planeten nicht weiter so zerstören, die Ressourcen gehen uns aus. Das wissen wir schon länger, aber es ist halt eben nichts passiert. Die Menschen wählen, weil wir als Grüne uns dafür einsetzen, dass alle Menschen unabhängig von ihrer Identität einfach gleichberechtigt leben dürfen. Ja, und Grün wählen ist vor allem auch der Kampf für eine progressive Gesellschaft in den nächsten Jahren. Und Grün wählen ist auch eine Entscheidung für eine lebenswerte Zukunft. Dem habe ich eigentlich gar nicht viel hinzuzufügen. Das war's. Ja, fertig. Ja. Wie dann? Ja.